Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es einmal um diesen Kerl hier gehen, genauer genommen um Langzeiterfahrung mit ihm. 3 Jahre begleitet er mich schon tagtäglich. Ja, wenn euch dieser kleine Bericht interessiert, dann würde ich sagen, bleibt da einfach dran. Ganze 70% von euch haben sich ein Ausrüstungsvideo gewünscht. Und daraufhin habe ich mir ein bisschen meine Gedanken gemacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich ab und zu mal einen Ausrüstungsgegenstand vorstellen werde, aber nicht irgendein neues Produkt. Davon gibt es reichlich auf YouTube. Nein, ich möchte Langzeiterfahrungen über irgendeine Sache präsentieren. Und in dem Fall ist es hier dieser Rucksack, der mich jetzt schon 3 Jahre tagtäglich begleitet. Und dementsprechend möchte ich euch heute ein bisschen was zu diesem Rucksack sagen. Kommen wir als erstes obligatorisch zu den Spezifikationen dieses Rucksackes. Der ein oder andere konnte es schon aus dem Titel entnehmen. Es handelt sich hierbei um den Rush 24 aus dem Hause 511. Und er besteht aus 100% 1050er Denier Nylon. Das hört sich jetzt erstmal sehr abstrakt an für den einen oder anderen, aber wenn man im Detail mal auf den Rucksack schaut, dann sieht man, dass das ein sehr robustes Material ist, das wirklich sehr reißfest daherkommt. Zum einen handelt es sich hier um einen Tagesrucksack, deshalb auch die 24. Das ist bei 511 oft so, dass es die Nummer immer angibt, für wie lange der in etwa ausreicht. In dem Fall ist es eben der 24-Stunden-Rucksack. Dann gibt es noch den Rush 12 und auch den 72. Und dementsprechend variiert das Ganze eben von der Größe. Farblich handelt es sich hierbei um die Double-Tap-Version. Das ist so eine schwarz-anthrazit-farbige Farbkombination. Mir persönlich gefällt es ziemlich gut, weil er einfach sehr zivil daherkommt. Klar, diese Camo-Versionen sehen natürlich auch schick aus, aber ich habe mich in dem Fall für eine etwas zivilere Variante entschieden. Der Rucksack hat ein Fassungsvermögen von 37 Litern und wiegt 1,6 Kilo im Leergewicht. Das mag jetzt für die Lightgear-Freunde nicht unbedingt das Maß aller Dinge zu sein, aber wie gesagt, in Sachen Robustheit hat er mich bislang auf keinen Fall im Stich gelassen. Schauen wir uns zunächst einmal die Vorderseite des Rucksackes an. Generell, was auffällt, ist diese ganzen Molle-Applikationen. Das ist auf jeden Fall eine feine Sache, denn ihr könnt oder habt die Möglichkeit, hier einige Pouches anzubringen und jede Menge Zusatzmaterial an den Rucksack zu bauen. Also da gibt es eine reichliche Produktpalette von 511 und da könnt ihr noch ziemlich viele Dinge zusätzlich integrieren, ob das jetzt in Sachen Trinkhalterungen ist oder Erste-Hilfe-Kits. Und das finde ich immer ganz cool an diesen Molle-Systemen, dass man da einfach sehr viel Sachen unterbringen kann. Man kann einen Karabiner reinhängen und zusätzlich irgendwelche andere Ausrüstungsgegenstände befestigen. Was ich auch ganz cool finde, ist diese Schnallen an den Seiten, sowohl rechts als auch links. Auch da kann man sehr gut irgendwelche Isomatten oder Jacken befestigen. Also das ist auch ziemlich durchdacht. Vorne hat es eine schöne Klettfläche. Auch hier oben hat es nochmal eine Klettfläche für irgendwelche Patches. In dem Fall ist natürlich mein Patch hier vorne drauf. Das vordere Fach hat die Maße 32-25-5. Und auch nach 3 Jahren kann ich schon mal vorwegnehmen, dass die Reißverschlüsse wie am ersten Tag funktionieren. Da ist kein Hakeln oder so. Also das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal, wenn wir das Ganze mal aufmachen, dann sehen wir auch schon, wie schön strukturiert hier das Ganze ist. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich diesen Rucksack so feiere. Man hat hier verschiedene Fächer, wo man einfach sehr viel Dinge unterbringen kann und sich super einfach organisieren kann. In dem Fall habe ich jetzt hier ein Knicklicht, Notizblöcke, Feuerzeuge, eine Taschenlampe, eine Erste-Hilfe-Decke und noch vieles mehr. Also heute ist jetzt nicht allzu viel drin, aber das macht jetzt nichts. Mir geht es in erster Linie jetzt erstmal darum, dass ihr einfach mal die Fächer hier euch anschaut
Und wie ihr seht, gibt es hier reichlich Platz, um Kleinzeug unterzubekommen, wenn man schnell mal, auch vielleicht mal in Dunkelheit, an irgendetwas kommen möchte. Hat man hier auf jeden Fall sofort eine Struktur. Und ich als Chaot, mir kommt es natürlich sehr zugute, dass das schon von Hause aus so organisiert ist. Im oberen Bereich habe ich das ganze erste Hilfezeug untergebracht. Also hier habe ich zum Beispiel ja, Tempos, Desinfektionsmittel und hier auf der anderen Seite eben diese typischen Erste-Hilfe-Kits, wo dann halt auch wirklich alles dabei ist, was man so braucht, von Schmerzmittel über Pflaster, über kleineren Bandagen. Und ja, auch da ist es ganz schön strukturiert, ist nicht zu groß, aber meiner Meinung nach für einen Tagesrucksack auf jeden Fall völlig ausreichend. Rechts und links hat es zwei Fächer für Getränke. Allerdings muss man dazu sagen, mit einer Literflasche wird es da schon ganz eng. Da hätte ich mir manchmal ein bisschen einen besseren Schnitt gewünscht. Allerdings, ich sage jetzt mal, bis 0,7 kriegt man da noch reingedrückt. Ja, also es kommt natürlich sehr stark auf den Umfang und die Höhe der Flasche an. 0,7 würde ich sagen, passt gerade noch rein. Ich persönlich packe meistens nur eine 0,5 Liter Flasche rein, rechts und links. Ja, wie ihr wisst, ist das Thema Trinken bei mir oftmals vernachlässigt. Also macht es bitte nicht, sondern trinkt ausreichend. Aber wie gesagt, eine Literflasche, das wird dann schon ein bisschen ein umständliches Unterfangen. Und ja, da finde ich meiner Meinung nach, hätte man ein bisschen mehr ausarbeiten können, dass das besser reinpacken kann. Eine weitere Besonderheit an diesem Tagesrucksack ist die Trinkblase, die sehr gut gelöst ist, die sich hier am Rückenbereich befindet. Und zwar hat man hier ein Einzugsfach, wo man gut eine Trinkblase unterbringen kann. Das Ganze kann man dann hier oben sehr gut ausführen. Also da ist extra eine Vorrichtung angebracht. Man kann je nach Vorliebe das Ganze rechts oder eben links rausleiten. Also auch da hat man sich wirklich gut Gedanken gemacht, gerade im Hinblick bei Megamärschen oder generell Langstreckenmärsche bietet sich natürlich so eine Trinkblase auf jeden Fall an, weil also mich persönlich stresst es immer, wenn man dann immer den Rucksack absetzen muss und eben so im Rucksack rumwursteln muss. Und deshalb ist das Fach mit für die Trinkblase auf jeden Fall eine sehr gute, durchdachte Lösung. Kommen wir nun zum Rückenteil des Rucksacks. Ja, da scheiden sich sicherlich die Geister. Und auch ich bin jetzt da nicht ganz so glücklich, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin jemand, der sehr schnell ins Schwitzen kommt. Und meiner Meinung nach ja, ist jetzt die Isolation hinten nicht wirklich so gut. Ja. Also die Polsterung ist zwar vorhanden, aber sehr schwach ausgeprägt. Und ich finde, man kommt recht schnell ins Schwitzen. Also da hätte ich mir vielleicht auch eine etwas dickere Polsterung gewünscht. Das ist so ein kleiner Minuspunkt, wenn man das so sagen kann. Was wiederum toll ist, ist, dass er hier unten auch so eine Öse hat, wo Wasser eventuell ausgeleitet werden kann, wenn man vielleicht mal ja, durch einen Fluss oder so wadet und der Rucksack Wasser abbekommt, dann hat es hier die Möglichkeit, dass das Wasser recht schnell wieder abfließen kann. Also das finde ich wiederum ganz gut. Was auch ganz toll ist, ist so diese Gummistruktur, die quasi dafür sorgt, dass der Rucksack an Ort und Stelle bleibt. Der ist jetzt natürlich nach 3 Jahren ziemlich weg. Also die Gummierung, die ist jetzt nicht mehr so prall und die ist schon ziemlich flach und ja, abgehobelt schon fast, würde ich sagen. Also, aber ich glaube, das sind ganz normale Gebrauchsspuren. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt klagen wollen. Nichtsdestotrotz hätte ich mir im Rückensystem ein bisschen mehr Polsterung gewünscht. Ist natürlich, wie gesagt, immer ein bisschen Vorliebe und weiß auch nicht, ob das wirklich einen Tagesrucksack braucht. Ich fände es natürlich sehr gut.
Die Gurte, die sind auch ganz gut gelöst und sehr ergonomisch. Also für mich passt das Ganze. Generell würde ich euch empfehlen, wenn ihr euch so einen Rucksack holt, den vielleicht mal im Laden einfach mal aufsetzen, ein bisschen Material hinten reinpacken, wenn es denn möglich ist, und mal ein paar Meter damit zu gehen, weil das ist möglicherweise auch nicht jedermanns Sache. Ich persönlich komme darauf gut klar. Neben den Schultergurten hat er auch ein Brustgurt, was meiner Meinung nach für einen Tagesrucksack auch ein absolutes Muss ist. Was ich mir als Zusatz vielleicht auch noch gewünscht hätte, wären vielleicht noch kleine Hüftgurte. Aber ja, für einen Tagesrucksack ist es natürlich jetzt auch nicht unbedingt ein Muss. Hier und da, je nach Terrain, ist es natürlich auch sehr gut, wenn es vorhanden wäre. Das hat er jetzt leider nicht. Oben am Deckel hat er auch ein sehr, sehr robuster Henkel. Also das seht ihr auch schon an den Nähten. Der kann richtig einiges ab. Also auch wenn es mal schnell gehen muss und man muss hier, keine Ahnung, schnell reagieren, hat das Ganze ein sehr robuster Henkel. Also der ist schon sehr stabil. Ich glaube, da wird vorher irgendwie das Material ausreißen. Aber selbst das ist hier nicht mal ansatzweise gegeben. Also die Nähte sind nach wie vor in tadellosem Zustand. Oben hat es dann noch ein kleines Fach, wo man, ja, so ein kleines Fließfach, wo man eigentlich seine Brille beispielsweise unterbringen kann. Ich persönlich nutze jetzt das Fach für mein Smartphone, aber hier hat auch locker Schlüssel oder eben eine Brille Platz. Schauen wir uns das Hauptfach mal an. Das hat die Maße 50 x 32 x 20,5 cm. Und auch hier, ihr hört schon, der Reißverschluss funktioniert immer noch ganz gut ohne Haken. Auf der Vorderseite seht ihr, gibt es zwei Mesh-Fächer. Und das Mesh-Gewebe sieht auch hier immer noch sehr gut aus. Leichte Abnutzungsspuren hat es natürlich, klar, aber weit weg von irgendwelchen Löchern oder anderen Mängeln. Also das ist nach wie vor noch in sehr gutem Zustand. Bei den Mesh-Fächern, das ist auch ganz gut, hat es zwei Reißverschlüsse oben und unten. Also auch da kann man sich, ja, je nachdem, was einem eben lieber ist, das Ganze von oben oder von unten öffnen. Hinten hat es auch noch mal ein drittes Mesh-Fach, da habe ich derzeit meinen Regenschutz für den Rucksack untergebracht. Und unterhalb gibt es dann auch noch mal so ein, ja, etwas größeres Fach, wo man dann halt auch noch mal diverses Ausrüstungszeug unterbringen kann. Und das Ganze ist noch mal mit so einer Zorkordel integriert, um das Ganze noch mal ein bisschen besser zu fixieren. Ihr seht, ausreichend Platz für einen Tagesrucksack ist auf jeden Fall da. Ja, hier hat es eine kleine Abnutzungserscheinung im Innenfach, aber das ist jetzt wirklich nicht tragisch, zumal es den Rucksack nicht wirklich beeinträchtigt. Unten, wenn wir uns den Rucksack noch mal von unten anschauen, seht ihr, dass da auch noch mal zwei Löcher vorhanden sind. Auch das, wie vorhin auch schon gesagt, dient, dass das Wasser einfach besser ablaufen kann. Auch hier hat es tolle Vorrichtungen, wo man beispielsweise auch noch mal Ausrüstung anbringen kann, zum Beispiel, ja, mit irgendwelchen Seilen oder anderen Spannern kann man hier beispielsweise auch eine Isomatte unterbringen. Also auch hier hat man sich Gedanken gemacht. Kommen wir nun zum Fazit. Würde ich mir diesen Rucksack wieder kaufen? Ganz klar, ja, würde ich. Für 140 Euro ist der absolut noch im Rahmen, meiner Meinung nach. Und in Sachen Robustheit sucht er sicherlich noch seinesgleichen. Also ich habe den wirklich überhaupt nicht geschont. Also der wurde schon hin und her geworfen. Mit dem war ich schon auf Lost Place Touren, bin mit ihm durch Dreck gegangen. Und also geschont habe ich ihn definitiv nicht in dieser Zeit. Und trotzdem hat er kaum Gebrauchsspuren. Klar, hier und da unten am Tragesystem, hinten am Rücken. Aber das ist, denke ich, ganz normal bei täglichem Gebrauch. Und von dem her würde ich mir den tatsächlich wiederholen. Wenn ihr also einen Rucksack wollt, der robust ist, dann kann ich euch den guten Gewissens auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, einziger Minuspunkt ist auf jeden Fall das Rückensystem. Das ist meiner Meinung nach, ja, nicht jedermanns Sache und ziemlich dünn, fällt ziemlich dünn aus. Und ja, wenn das 5.11 sehen sollte, was ich jetzt nicht unbedingt glaube, aber
da würde ich mir wünschen, dass vielleicht in den Folgemodellen vielleicht eine etwas dickere Polsterung und eine bessere Belüftung vielleicht ausgearbeitet wird. Aber ansonsten kann ich hier wirklich nicht viel negative Punkte finden. Auch die Reißverschlüsse sind nach wie vor noch leichtgängig für die Zeit und vor allen Dingen für das, was ich, also ich habe bestimmt schon tausende Male die Fächer auf und zu gemacht und nach wie vor laufen die ziemlich rund. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. In diesem Sinne, liebe Freunde, wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein, ciao, ciao.